So, haben wir alle beisammen, ja? Herzlich willkommen zum 6. Podlove Podcaster Workshop. Wir freuen uns alle sehr, dass ihr gekommen seid. Applaus, Applaus. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwie uns überhaupt jemals darüber Gedanken gemacht, was wir mit der Eröffnung und Begrüßung tun wollen? Ja, schon. Was denn? Oh, Claudia? Ach, mein Part ist jetzt schon vorbei, oder was? Na toll. Wenn du dir Gedanken gemacht hättest, dann hättest du jetzt auch mehr machen können. Also du kannst auch gerne mehr machen, ne? Nee, dann musst du jetzt ich mache ja eh immer nur den Grüßonkel. Tim? Gut, ja, Claudia übernimmt jetzt mal hier, ganz feist. Ich quatsch dann dazwischen. Ja, erstmal Dennis, Ralf, Tim und ich begrüßen euch hier nochmal ganz herzlich. Wir danken auch allen schon mal, die uns geholfen haben, heute noch das Ganze zu machen. Das war wieder sehr nötig. Ja, herzlich willkommen zum Podlove Developer Workshop, wie es so schön heißt, an sämtlichen Türen. Wir sind aber natürlich auf dem Podlove Podcaster Workshop, aber ihr wisst, wo ihr lang müsst. Und da wir eine sehr liebevolle Gemeinde sind hier, die Podcaster-Community, möchte ich an der Stelle auch erstmal unserem Dr. Diss, der tatsächlich gestern Nachmittag noch, oder bist du jetzt schon komplett? Bitte? Phil. Dem Dr. Phil, der tatsächlich gestern noch seine Verteidigung gemacht hat und danach gleich hierher gekommen ist zu uns, um das ganze Event nicht zu verpassen, einen herzlichen Glückwunsch aussprechen. Dem Daniel Messner, ich glaube, es ist auch irgendwas anderes gegangen als Podcast, richtig? So, Winkekatze ist in der Haus, das heißt, ihr müsstet jetzt schon alle uns auf dieser URL sehen. Wenn ihr die URL nicht seht, dann könnt ihr auch sowieso nichts sehen, von daher ist das immer das Ding. Es ist auf jeden Fall streaming.media.ccc.de, von dort müsste es eine Weiterleitung dann geben, weil das VOG tatsächlich mittlerweile so ausgebucht ist, dass zwei Events gleichzeitig bestreamt werden müssen. Das Programm, was es denn im Stream zu sehen gibt und auch hier stattfindet, findet ihr unter der Kurz-URL is.gd/ppw15b. Und das wird sich natürlich immer wieder schön aktualisieren. Ja, wir sind wie jetzt zum dritten Mal zu Gast bei Wikimedia. Und dass wir zu Gast sind, habe ich heute daran gemerkt, oder dass wir hier schon öfter sind, dass mein WLAN sich automatisch eingeloggt hat. Ansonsten nochmal hier die Erinnerung, WLAN gibt es unter diesen Zugangsdaten, also guests@wm.de und Schlüssel eben Wikimedia, also wm.de2324. Jetzt ist die Chance, sich einzuwählen. Ihr findet aber auch entsprechende Hinweise überall über die Räumlichkeiten verteilt. Wir werden wieder bespaßt und beobachtet und unterstützt von Wikimedia. Das ist der liebe Björn vom letzten Mal. Wir wissen noch nicht ganz genau, wer uns dieses Mal begleitet. Aber ihr werdet auf jeden Fall immer jemanden finden, der vorne sitzt und den ihr auch ansprechen könnt, wenn irgendwas sein sollte, wenn wir gerade mal irgendwo anders rumspringen. Draußen findet ihr auch die lustigen Schildchen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Wenn welche fehlen sollten und ihr euch nicht selber findet, Dennis ansprechen kurz, der druckt nochmal nach. Und draußen findet ihr auch diese lustige Liste, die findet ihr da jeden Tag neu. Bitte hakt euch ab oder unterschreibt oder macht lustige Herzchen, Sterne, was ihr auch immer wollt. Einhörner. Bitte? Einhörner. Jetzt wird's aber anspruchsvoll. Ich hätte gerne einen Regenbogen, den ihr mit dem Kugelschreiber, der da draußen liegt, malt. Der Gag ist natürlich, dass sowohl die Kärtchen als auch die Teilnehmerliste komplett unterschiedlich alphabetisch sortiert sind. Hab viel Spaß dabei rauszufinden, in welcher Sortierung das ist. Wir haben davon abgesehen, sie jeden Tag neu anders zu sortieren. Aber auch nur so. Für die Raucher nochmal die Hinweise, die wir letztes Mal auch schon bekommen haben. Bitte unbedingt hinten im Innenhof rauchen, nicht vor den Türen. Also nicht vorne vor den Türen. Wir sind hier am Wochenende, also beziehungsweise soll diese Tür vorne auch einfach nicht offen stehen, da es hier öfter Einbrüche gibt in der Gegend. Und das soll natürlich die Gefahr minimiert werden. Das ist auch wirklich überall nochmal ausgezeichnet. Also wenn ihr das Schild seht, seid ihr auf dem richtigen Weg. Wenn ihr das Schild seht, seid ihr nicht auf dem richtigen Weg. Dann bitte umdrehen. So, ihr habt alle schon schön Kuchen gegessen, hoffe ich. Wenn nicht, habt ihr noch die Chance. Und ihr habt auch weiterhin die Chance, von diesen netten Menschen hier becatert zu werden. Das ist Gaumensupport. Für heute schon mal als Vorschau, was es heute Abend geben wird. Coq-au-vin mit Rosmarin, Kartoffeln und Kürbisgemüse, Salat der Saison, Kartoffelgulasch vegetarisch und zum Nachtisch Kirschcreme mit Mandelkrokant. Das leckere Essen wird sich über die nächsten Tage fortsetzen. Genau, an dieser Stelle einen schönen Applaus.
hoffe, Sie hören es. Und wie immer auch vom Gaumen-Support eine kleine organisatorische Bitte. Wenn ihr gegessen habt und seht ihr irgendwann diese Kisten auftauchen, tut da bitte einfach euer Geschirr rein. Sie liefern das dann alles wieder mit ab. Was ihr so an Gläsern rumstehen habt oder an Tassen, findet ihr einen Wagen. Der müsste gerade vor dem Kühlschrank stehen. Dort einfach draufstellen und entweder, wenn es voll ist, selber mal zu einer Spülmaschine bringen. Ich komme auch gleich nochmal zu der Selbstorganisationsgraden hier. Oder warten, bis jemand anders tut, wie auch immer ihr das möchtet. Auf jeden Fall bitte alles irgendwo sammeln, damit es nicht einfach so rumsteht. Es kam schon ein paar Mal die Frage, der Kühlschrank, er ist deutlich gekennzeichnet mit Freeze-Symbolen. Und dort befinden sich nicht-alkoholische Getränke zurzeit drin. Und die sind im Gesamttagungspreis oder im Gesamtworkshop-Preis mit drin. Also geht ran, bedient euch, trinkt, wenn es leer wird. Ja, weil Martin zu viel Mate getrunken hat zum Beispiel. dann könnt ihr das Ganze nachfüllen. Also bitte auch da ein bisschen drauf achten, wenn ihr merkt, es wird leer. Es ist direkt hinter dem Eingangsbereich, also alte PPW-Hasen werden das wissen, wo es genau lang geht, nochmal ein Lager, wo Getränke stehen und dann bitte dort einfach mal Kisten hierher bringen und den Kühlschrank wieder nachfüllen. Leergut natürlich zurückbringen und dann irgendwie sammeln, damit sich hier nicht alles irgendwann stapelt. Wir werden heute Abend wieder ein bisschen alkoholische Getränke rausstellen und auch dazu gab es verschiedene Modi, also ihr werdet selber wissen, welches Ticket ihr gekauft habt. Und wer eben gerne an alkoholischen Getränken teilhaben möchte, lasst uns ein bisschen Obolus da. Das ist die schwäbische Variante. Die normale Variante ist die. 1,50 fürs Bier und 2 Euro für Wein. Und das nicht pro Flasche, sondern pro Glas. Ne? Und wir stellen vorne wieder ein, also Bier pro Flasche, aber den Wein nicht pro Flasche. Weil hier gerade der Einwand kam ganz richtig. Wir stellen wieder was hin, wo das Geld gesammelt werden kann. Ja, ansonsten, ne, PPW15B, das Hashtag könnt ihr auch gerne verbreiten und in die Welt hinausgeben und viel twittern. Das wird dann immer lustiger für alle. Und damit kommen wir noch ein bisschen zur Planung. Erstmal zu den Räumen. Ihr werdet vielleicht schon den Raum 9¾ kennen, einer der wichtigsten Räume überhaupt hier. Der befindet sich hier runter in Richtung Eingang und den Gang runter rechts. Und das ist der Raum, wo Toilettenpapier zum Beispiel gelagert ist. Und damit kommen wir zum Selbstorganisationsgrad. Wenn ihr merkt, also wie gesagt, Kühlschrank ist leer, irgendwie die Toilettenpapierrollen auf dem Klo leeren sich, dann schaut bitte selber mal ein bisschen nach und guckt, dass das ein bisschen nachgefüllt wird und helft einfach, wo ihr seht, dass Hilfe nötig ist. Die Veranstaltungsräume, wir haben dieses Mal 3 bekommen, neben dem Mosaik, in dem wir uns gerade befinden. Wir werden hier sämtliche größere Vorträge machen, das Vormittagsprogramm, und haben dann ansonsten noch 3 kleinere Räume. Vielleicht kann Ralf dazu was sagen, weil er eher weiß, was da wo gespielt wird jetzt. Von der Aufnahme jetzt her? Genau. Also hier aus dem, wo wir jetzt gerade sind, haben wir sowohl den Videostream als auch Aufzeichnungen der Präsentation, also all das, was man auf den Vortragsrechnern sieht, als auch das Audio, was wir hier in die Mikrofone reden. Und ich weiß nicht, ob es jetzt schon komplett up and running ist, aber wir planen für morgen für den Alphabet, das heißt den zweitgrößten Raum, den wir hier haben, eine Aufzeichnung der Bildschirme, das heißt das, was auf den Rechnern läuft, plus Audio der Workshop-Dozenten, so dass denn gewünscht ist. Das heißt also, wenn man irgendwie eine Gesprächsrunde hat, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Ich mache beispielsweise 2 Workshops, da finde ich das ganz gut, wenn es dafür eine Aufzeichnung gibt. Da gibt es dann aber keinen Videostream mit irgendwie Kamera und Menschen, sondern da geht es dann also wirklich nur hart um den Inhalt. Die anderen beiden kleineren Räume sind technikbefreit. Der große, also der Konferenzsaal Alphabet, das könnt ihr dann auch ein bisschen steuern. Also wenn ihr sagt, ihr braucht unbedingt Aufnahme, dann können wir das dann auch bei der Planung ein bisschen mit einbeziehen. Und es ist halt wirklich der größte. Die anderen beiden sind deutlich kleiner. Also das hier ist noch Alphabet. Wir haben dann noch Synkope und Abacus. Und Synkope haben wir euch ein bisschen zurechtgemacht mit lustigen Wikimedia-Sitzsäcken. Also das heißt, da kann auch ein bisschen gelümmelt werden und ein bisschen diskutiert werden und was weiß ich nicht. Und es passen aber, wie gesagt, nicht ganz so viele Leute rein wie in Alphabet. Das gleiche Spiel bei Abacus. Abacus haben wir noch von diesen lustigen bunten Stühlen reingestellt, damit da auch genug Leute rein können. Ihr findet eigentlich in jedem Raum Whiteboards, Tafeln, sonst irgendwas und Moderationskoffer. Die könnt ihr nach meinem Kenntnisstand, Tim, total nutzen, ne? Also wenn ihr da das braucht, also wir machen ja Sessions nicht nur mit Frontalvorträgen oder wünschen uns die nicht nur mit Frontalvorträgen, sondern durchaus auch mit Diskussionsrunden. Wenn ihr meint, das hilft euch, nutzt es, seid frei und
plant und macht, wie ihr das gerne möchtet. Ihr findet draußen schon wieder die Sessions, die wir im Sendegate vorher ein bisschen abgefragt hatten. Die werden wir gleich, also diejenigen, die sie eingereicht hatten, bitte holt sie euch, also alle, die davon jetzt noch nichts wissen, geht hin, lest euch schon mal durch, was es so an Vorschlägen gibt, ob sich da vielleicht auch was findet, was schon interessant ist oder was ihr auch selbst eingereicht hättet. Und diejenigen, die sie eingereicht haben, bitte ich dann nachher, sich die Zettelchen zu holen, wenn wir zur Planung kommen, damit wir das wieder schön an unsere Wand kleben können. Es sind auch noch Blankozettel, wolltest du? Zuerst. Gerne eure Namen drunter schreiben, wenn euch die Session interessiert und ihr da gerne hingehen würdet. Die Sachen, die schon im, wo wir uns schon im Sendegate, unserem Community-Forum zugeordnet hatten, die sind schon draufgedruckt. Alle anderen können sich gerne handschriftlich noch unten drunter packen, damit wir ein bisschen eine Verteilung sehen können, dass nicht so die absoluten Lieblingsthemen so gegeneinander laufen. Ja, wird nur leider nicht mehr funktionieren, weil wir die Ein paar Minuten Zeit sind dann ja. Ja, wir machen noch eine kleine Kuchenpause zwischendrin. Das scheint mir eine sinnvolle Idee zu sein. So, ja, wie gesagt, diese Zettelchen sind eben das, was ihr schon im Sendegate eingetragen habt. Wir haben auch Blankozettel draußen, also auch die gerne noch einfach ausfüllen. Die brauchen wir dann nachher auch wieder für die Planungsrunde. Also es ist jetzt nicht so, dass nur das, was im Sendegate eingereicht wurde, dann auch in die Planung mit einbezogen wird, sondern fühlt euch frei, wenn ihr jetzt in der Diskussion schon irgendeine ganz tolle Idee hattet, was unbedingt noch besprochen werden muss. Bitte, Zettel liegen draußen, holt sie euch, wir freuen uns. Wir machen dann nachher, wie gesagt, wieder eine kleine Planung. Wir haben eben drei Räume, die wir benutzen. Der Mosaik bleibt vorbehalten für kleine Programmiersessions an den Tischen, hier lockere Diskussionsrunden oder was auch immer. Also den lassen wir dieses Mal frei von Programm nachmittags. Wir haben dann die Räume Abacus, Alphabet und Synkope, die eben mit jeweils 5 Slots bespielt werden können und die Sachen, die eben so ein bisschen, wir haben das letzte Mal Free-Floating genannt, also alles, was einfach so Diskussionsrunden sind, die vielleicht nicht eine ganze Session brauchen, sondern wo man sich mal konnektieren möchte, sucht euch einfach ein bisschen Platz, aber wir gucken, dass wir das zumindest hier ins Programm irgendwie mit reinkriegen, damit man feste Zeiten zum Treffen hat. Wie gesagt, das Programm geht dann hier wieder an, also is.gd/ppw15b. Wir aktualisieren es ständig und dann eben auch nach der Sessionplanung neu. Also ihr findet dort eigentlich immer alles so, wie es sein sollte und was gerade passiert. Und es gibt parallel, schönen Gruß an dieser Stelle an Tine Nowak, die zu Hause leider sitzt und dafür aber schon fleißiger war als wir heute und eine wunderbare Doku schon angefangen hat. Es wird also zu jeder Session auch wieder einen Eintrag, einen Thread im Sendegate geben, wenn ihr irgendwelche interessanten Sachen habt, irgendwelche Zitate, Links, sonstiges aus dieser Session, die unbedingt beibehalten werden sollen, schmeißt sie da rein, damit man hinterher eine gute Doku hat und alles nochmal nachvollziehen kann und nachgucken kann und nichts verloren geht. Wir machen auch wieder den Versuch, der letztes Mal nicht ganz so gut geklappt hat, aber wir probieren es nochmal. Mit diesem Talk to me, also Rede mit mir. Es liegen draußen Zettelchen. Wenn ihr irgendwas habt, worüber ihr unbedingt mal reden wollt mit irgendwem, schreibt es auf, schreibt drauf, wer ihr seid, wie man euch erreichen kann, unter welchen Twitter-Namen, sonstiges. Macht eine kurze Beschreibung, über was ihr reden wollt. Und wir moderieren das dann ein bisschen weg und schauen, dass wir das vor den Moderationen oder beziehungsweise vor den nächsten Programmpunkten hier nochmal sagen, wer gerne über welche Themen reden möchte, so damit ihr euch findet und dann auch die Gespräche entsprechend zustande kommen können. So sehen die Zettelchen aus. Womit wir dieses Jahr oder dieses Mal noch echt nicht weit sind, deswegen steht da noch PPW 15a. Auch an dieser Stelle nochmal Dank an Martin, der sich immer wieder für unsere Zwecke zur Verfügung gestellt. Er ist jetzt extra nach Berlin gezogen, damit wir ihn auch immer rund um die Uhr ablichten können für unsere Shots hier. Wir werden das mit den Teilnehmerbögen noch wahrscheinlich auf morgen schieben müssen. Wir hängen da gerade noch ein bisschen hinterher. So sahen sie letztes Jahr aus. Dieses Jahr wissen wir ehrlich gesagt gerade noch nicht so ganz, wie sie aussehen werden. Aber wir werden das noch machen. So, damit ihr alle nicht ganz lange auf die lange Folter gehalten werdet, noch kurz was zu der Abendunterhaltung morgen. Also heute Abend wollten wir es gerne so halten, dass nichts mehr stattfindet und ihr euch einfach unterhalten könnt, planen könnt, was auch immer. Und morgen ist natürlich auch sowohl Teilnahme als auch Zuschauen freiwillig. Also auch da gibt es hier, glaube ich, sonst noch genug Räume, wo man sich unterhalten kann oder auch nicht an einer Show teilnehmen kann. Und jetzt könnt ihr mal raten, um was es in dieser Show gehen wird. Ich möchte natürlich ein korrektes Antwortformat auch haben. Möchte vielleicht jemand summen schon mal dazu, um. Dum, 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 dum. Nein? Hat jemand noch welche Ideen? Ich will ja Familienduell.
Da, endlich richtig. Dafür gibt es auch einen freien Chunk. Wer war es denn? Ja, dann morgen nochmal melden. Wir werden nämlich natürlich parallel zur Bespaßung auch in die Chunk-Produktion gehen, damit das Ganze noch spaßiger wird. So. Man muss ja nochmal die Ernsthaftigkeit dieser Veranstaltung morgen Abend hervorheben. Wir machen also seit 4 Wochen kaum was anderes, als dieses Viech vorzubereiten. Deswegen haben wir auch die Teilnehmerbögen noch nicht fertig. Das wird episch und hochgradig anspruchsvoll. Das heißt also, wer auch immer sich hier für eine echte Podcast-Expertin oder Podcast-Experte hält, denn man ahnt es, es wird sich alles um das Thema Podcasting drehen. Lauft schon mal warm. Ihr werdet bis an eure absolute Grenze hier getestet werden. Es wird episch. Und, falls ihr meint, ihr seid also ne, sicher, also wir haben ja schon so ein paar auch Wunschkandidaten. Also die werden wir natürlich in irgendeiner Form verpflichten. So Menschen, die so Podcast-Verzeichnisse machen zum Beispiel. So eine Leute kommen hier auf die Bühne. So, wir sind wie gesagt gerade in diesem wundervollen Mosaikraum und passend zu dem Thema wurde von Renke heute auch schon die Bestuhlung angeordnet, nämlich sehr als Mosaik. Er kann euch das bestimmt auch gerne noch mehr erklären, welche Platzkategorien jetzt was zu sagen haben. Und damit will ich aber schon ein bisschen überleiten zum Sonntag. Wir brauchen natürlich wieder ein paar Helfer, die aus dem hier das hier machen. Also wir werden so gegen 17 Uhr am Sonntag fertig sein und sind hier ungefähr bis 19 Uhr mit dem Abbau beschäftigt. Also wer noch Zeit hat, da zu bleiben und zu helfen, hier wieder alles in einen Original-Wikimedia-Zustand zu versetzen, der ist herzlichst willkommen. Und damit aber erstmal zum Beginn zurück und zum PPW 15b, den wir nämlich jetzt starten. Und wir machen es gleich weiter mit der Vorstellungsrunde und hoffen, dass wir im Programm bleiben, sodass wir dann um 20 Uhr alle essen können. So. Okay.